Herrn, sprach der Herr zu Mose, befiehl dem Priester Elasar, Aarons Sohn, dass er die Räucherpfannen aus der Asche sammeln und die Glutweit umher verstreuen soll. Diese Pfannen sind heilig, weil man sie mir dargebracht hat. Ihr sollt Bleche daraus hämmern und den Brandopferaltar damit überziehen. Das soll die Israeliten in Zukunft daran erinnern, wie sich diese Menschen durch ihre Sünde selbst ins Verderben gestürzt haben. Der Priester Eleazar sammelte die bronzenen Räucherpfannen der verbrannten Männer ein und ließ daraus eine Verkleidung für den Altar anfertigen, wie der Herr es ihm durch Mose aufgetragen hatte. Diese Altarverkleidung sollte die Israeliten daran erinnern, dass nur Aaron und seine Nachkommen sich dem Heiligtum nähern und Räucheropfer darbringen durften. Jeder andere, der es versuchte, würde enden wie Korach und seine Leute. Am nächsten Tag machten die Israeliten Mose und Aaron schwere Vorwürfe und riefen, ihr habt die Menschen umgebracht, die der Herr erwählt hat. Das ganze Volk stellte sich gegen sie, da drehten sich die beiden zum heiligen Zelt um. Im selben Augenblick wurde es von der Wolke Gottes bedeckt und der Herr erschien in seiner Herrlichkeit. Mose und Aaron traten vor den Eingang und der Herr sprach zu Mose, geht weg von diesen Leuten, ich werde sie auf einen Schlag vernichten. Da warfen sich die beiden zu Boden. Dann sagte Mose zu Aaron, nimm eine Räucherpfanne, fülle sie mit Glut vom Altar und streue Weihrauch darüber. Bring es zu den Leuten, um ihre Schuld zu sühnen. Beeil dich, denn der Herr ist zornig. Er hat schon begonnen, die Menschen zu töten. Aaron tat, was Mose gesagt hatte, und lief mit der Räucherpfanne mitten in die versammelte Menge. Viele Menschen waren bereits gestorben. Aaron verbrannte den Weihrauch und versöhnte durch dieses Opfer das Volk mit Gott. So konnte er das Verderben aufhalten. Der Ort, an dem Aaron stand, war die Grenze zwischen den Toten und den Lebenden. 14.700 Menschen waren umgekommen, die Leute Korachs nicht mitgerechnet. Als das Sterben aufgehört hatte, kehrte Aaron zurück zu Mose an den Eingang des heiligen Zeltes. Der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, dass jedes Stammesoberhaupt dir einen Stab geben soll, also insgesamt 12 Stäbe, einen für jeden Stamm. Auf die Stäbe sollst du den Namen dieser Männer schreiben, denn jeder Stab steht für das Oberhaupt eines Stammes. Aber auf den Stab des Stammes Levi schreib den Namen Aaron. Legt die Stäbe im heiligen Zelt vor die Bundeslade, wo ich euch begegne. Dann wird Folgendes geschehen. Der Stab des Mannes, den ich auswähle, wird Blätter treiben. So werde ich all eure Widersacher zum Schweigen bringen. Mose gab diese Worte an die Israeliten weiter, und die Oberhäupter der Stämme brachten jeder einen Stab, insgesamt 12. Darunter war auch der von Aaron. Mose legte die Stäbe im heiligen Zelt vor der Bundeslade nieder. Am nächsten Tag ging er wieder hinein, und tatsächlich, Aarons Stab hatte Blätter und Blüten getrieben und sogar Mandeln reifen lassen. Da brachte Mose die Stäbe aus dem Zelt und zeigte sie den Israeliten. Jedes Stammesoberhaupt erhielt seinen Stab zurück. Dann sprach der Herr zu Mose, leg Aarons Stab wieder vor die Bundeslade und bewahre ihn dort auf. Wenn sich die Israeliten wieder einmal gegen euch stellen, dann zeigt ihnen den Stab, um sie vor ihrer Auflehnung abzubringen und so ihr Leben zu retten. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Die Israeliten aber riefen, es ist aus mit uns, wir kommen um, wir werden alle vernichtet. Wer dem heiligen Zelt zu nahe kommt, der stirbt. Sollen wir denn völlig ausgelöscht werden?